Freiburg 2, die beste Drittligamannschaft 2023 zu Gast bei der schlechtesten, dem FC Ingolstadt. Duell der Gegensätze am Sonntag also. Und er hier, Maximilian Bräunig, ersetzt 12-Tore-Mann Vincent Vermey, fehlt mit grippalem Infekt. Zudem Mika Bauer für den gelb gesperrten Lars Kildrin bei den Gästen in Weiß. Die haben nach nicht mal einer Minute einen Eckstoß, Julian Guttau. Und dann kommt der Ball zum Kapitän Philipp Treu. Erste Minute, erster Torschuss. Freiburg startet gut rein. Zur Winterpause noch gleich auf mit Ingolstadt. Inzwischen hat der SC 16 Punkte Vorsprung. Mutig und intensiv, so hatte es Trainer Thomas Stamm gefordert. Und so beginnt sein Team zuletzt mit 5 Siegen in Folge. Ganz anders Ingolstadt, nur ein Punkt 2023. Nach einer Viertelstunde dann mal mit einem Freistoß. Beck! Aber keine größere Herausforderung für Noah Atubolo. Danach extrem viele Spielunterbrechungen, viele Fouls, wenig Spielfluss in Oberbayern. 3 gelbe Karten für Freiburg, unter anderem für Jordi Makengo. Wir springen in die 43. Minute, dann wieder Standard für die Gastgeber. Und von Engelhardt kommt der Ball zu Beck. Tobias Beck, der Däne, schießt die meisten Tore bei Ingolstadt. Beste Chance der Partie. Ihm fehlt hier ein Stück zum 10. Saisontreffer. Nullnummer zur Pause, also leistungsgerecht bei Freiburgs Fans. Von Wolkig bis Heiter, alles dabei. Die zweiten 45 Minuten und mal wieder ein Foul im Mittelfeld. Aber dann führt Engelhardt für Freiburg den Freistoß gedankenschnell aus. Treu nimmt das Tempo auf und Bauer mit Mika Bauer und da ist Wiklöf. Wahnsinn! Oskar Wiklöf, der Finne vom Elfmeterpunkt. Der war noch abgefälscht und womöglich schon im Seitenaus. Hätte aber gezählt. Bauers Einsatz und dann Wiklöf mit dem Quasi-Elfmeter. Die dicke, dicke Chance aufs 0-1 vergeben. Aber auch Ingolstadt bemüht, die Mauer-Statistik aufzupolieren. Freistoß und Schmidt! Mit dem Treffer ans Gebälk. Patrick Schmidt, der ehemalige Heidenheimer, aber es läuft schon der Gegenzug. Wagner tankt sich frei und dann Julian Guttau visiert das lange Eck an, aber wird er zum Kullerball. Aber zuvor das kräftige Anklopfen von Patrick Schmidt an Freiburgs Kasten, da hätte Noah Atubolo nichts mehr gemacht. Glück für die Breisgauer, 61. Minute. Die letzten 10 Minuten dann schon angebrochen und Freiburg legt nochmal nach mit Stark und Funk. Gute Kombination der Freiburger Joker. Davino Knappe, Neuzugang aus der Stuttgarter U19. Stark, direkt und Funk ist da. Aber nochmal Freiburg, 87. wieder Knappe. Wagner und das Ding zappelt im Netz. Kurioser Treffer, 0-1. Robert Wagner, die Stammelf führt spät. Wagner köpft im hohen Bogen an die Unterkante der Latte, von dort an den Innenpfosten. Und Funk sieht ganz unglücklich aus. So führt Freiburg spät. Es winkt nicht nur der 7. 1:0-Sieg der Saison. Sie ziehen ihn auch, die Freiburger. 6. Sieg in Folge. Bemerkenswert, fast eine Untertreibung für Freiburgs Saison. Nicht aufstiegsberechtigt, aber bislang fraglos der Aufsteiger der Saison.